In Memoriam Lotte Tobisch. Ich habe den begründeten Verdacht, die Lotte Tobisch ist schon emanzipiert auf die Welt gekommen. Ich bin wirklich emanzipiert, aber was Männer anlangt, ja, also wenn, dann will ich einen Mann haben, einen Mann, der ein Mann ist und nicht irgendein Seichel, das sich wie ein Pudel hinter mir herführt. Lotte Tobisch, bekannt als Schauspielerin und Opernballorganisatorin, steuert heute als Präsidentin des Vereins Künstler helfen Künstlern an nobler Adresse in der Wiener Hofburg ihre Geschäfte, Ballhaus Platz 1. Umso bodenständiger ist der Betrieb innerhalb der Büroräumlichkeiten. Ich würde sagen, jetzt schreiben wir da diese paar Zeilen an die Frau Kronen. Okay, hattest du mal gleich in die Computer. Als Hauptbeschäftigung schaue ich, dass ich Geld auftreibe für das Heim. Und wir haben sehr nette Leute, die uns was geben. Das sind natürlich keine riesigen Summen. Und die wollen auch dafür was haben, was ja auch richtig ist. An sich fahre ich jeden Tag in der Früh, bevor ich ins Büro fahre, zur Frau Professor. Und wir gehen alles durch, was ist zu schreiben, an Briefen, zu Besorgungen zu machen oder im Künstlerheim zu besprechen. Es ist daher für uns natürlich und auch selbstverständlich, dass wir Sie, liebe Frau Kronrad, hast du es? Ich bin der Geschwinde, mache alle Leute wahnsinnig damit, weil ich so ein Tempo habe. Und manche leiden auch unter mir. Außerdem bin ich, ja, das ist eine meiner wirklich vielen schlechten Eigenschaften. Ich bin furchtbar jähzornig. Ich habe keine Geduld, nicht? Ihre Spende fürs Badener Künstler. Sie sagt ja auch ein bisschen immer zu mir, wenn man Spaß hat. Also, Zirkuspferd, auf geht's und das ist es. Und ja, es ist aus einer, glaube ich, wirklich sehr guten Kooperation zuerst, ist wirklich eine Freundschaft geworden. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ja, ich glaube schon. Ah, es geht nichts über einen guten Kaffee. Doch wer ist die Frau hinter dem Etikett der Grande Dame des Wiener Gesellschaftslebens? Bereits in jungen Jahren Mitglied des Burgtheaters und später Betriebsrätin des Hauses, dann die Organisation des Opernballs und das Engagement für Künstlerkollegen. Es ist ein facettenreiches Leben. Geboren wurde Lotte Tobisch in eine vermögende Wiener Industriellenfamilie. Sie wuchs zunächst am Karlsplatz und später in einer Villengegend im 18. Wiener Gemeindebezirk auf. Ein Idyll, dem die einzige Tochter des Hauses bereits in jungen Jahren mit Widerspruchsgeist begegnete. Ich weiß eigentlich nicht wieso, aber ich habe von Kindesbeinen auf alles Nein gesagt. Meine arme Mutter und die Familie hat schrecklich unter mir gelitten, weil wenn man mir was angeschafft hat, wenn ich es verstanden habe und gewusst habe, warum habe ich es gemacht, wenn man mir aber gesagt hat, das machst du, und man konnte mir nicht genau erklären, weshalb, nein, war grundsätzlich nein. Ich war immer eine ganz gute Schülerin, bin auch immer durchgekommen. Aber ich habe ihm immer auf alles Nein gesagt. Irgendeinem Zeugnis ist einmal gestanden, könnte, wenn wollte, will aber nicht. Das ist, glaube ich, eine sehr, für meine Kindheit und frühe Jugend, ein sehr prägnanter Satz. Das war's, nicht? Und ich bin da in der Nazizeit in die Schule gegangen, ins Gymnasium.
Und das war natürlich dieser Druck und die Familie, die eben wirklich eine Anti-Nazi-Familie war. Ich habe in jedem Lehrer einen potenziellen Nazi-Verbrecher gesehen und war daher schon grundsätzlich dagegen, nicht? Und ich habe sehr viel Zeit verwendet zu lesen. Also anstatt in die Schule zu gehen, bis dann das Gymnasium war, bin ich im Türkschanspark gesessen und habe gelesen. Wie ich dann 20 war und mit meinen Gefährten kennengelernt habe, also mit 18, der hat dann da in diesen Wust von angelesenem Wissen oder Ahnen oder was immer, hat er langsam Ordnung gebracht. Nicht? Und dann hat die Sache, dann habe ich daraus auch den Sinn oder sagen wir die Kraft bezogen. Vorher war es ein totales Chaos bei mir. Ich war überhaupt ein Chaos. Ich war in jeder Beziehung ein Chaos, nicht? Es ist immer interessant mit ihr. Sie ist so eine belesene Frau. Sie liest auch bis heute noch moderne Bücher. Unglaublich, wie viele Bücher sie gleichzeitig liest. Aber natürlich, wenn man mit ihr so länger beisammen ist wie ich, also man kann nur lernen, profitieren. Ich höre sehr, sehr gerne zu. Es sind ganz tolle Geschichten. Ich bin mit 17 Jahren von zu Hause, 18 Jahren auf und davon, zum Entsetzen der Familie, weil ich diesen goldenen Käfig nicht wollte. Nicht? Ich bin irgendwie in einem goldenen Käfig aufgewachsen, in einem Ambiente von Großbürgerlichkeit. Natürlich, wie das damals üblich war, geadelte Großbürgerlichkeit. Und im Grunde war mir das alles immer ziemlich wurscht. Und das ist in meiner Familie nicht sehr gut angekommen. Und so bin ich auf und davon und bin dann zum Theater gegangen, also habe dann wieder ins Burgtheater. Ich bin 59 ins Burgtheater gekommen und da habe ich sie natürlich auch irgendwann kennengelernt. Aber so zusammen gespielt haben wir 1962 das erste Mal. Und ich muss auch zur Ehre meiner Mutter und auch meines Vaters sagen, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben. Sie haben es nicht ernst genommen. Sie haben gesagt, ach was, nicht, ich war einmal sehr, erstens war ich jung und zweitens war ich hübsch. Und da haben sie gesagt, ach was, die geht weg wie die warmen Semmeln. Da braucht man sich, jetzt hat es den Spleen, jetzt will sie zum Theater, lassen wir es halt. Also sie haben es nicht ganz ernst genommen. Bitte, Gräfin, ich beschwöre Sie, lassen Sie es dabei bewenden, dass Sie seine Gemahlin sind. Ich flehe Sie an, ersparen Sie meinem Kinde diese Enttäuschung. Pardon? Also ich verstehe ja alles, aber schließlich einen Mann, den ich nie gesehen habe. Bitte, ich beschwöre Sie, ich flehe... Schauen Sie, Herr Graf, wer da ist. Gattin, Exzellenz. Gaston, ich bin gekommen, dich abzuholen. Mich? Hm. Wundert dich das? Nein. Amanda, es war köstlich von dir, mich zu holen. Auf welche Person? Ich bin sehr froh darüber, Schatzi. Ich verstehe Sie, aber wir Kreuz. Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder mal beisammen sind, mein Lieber. Ja, meine Liebe, ich gebe, ich will darum, dass du das. Aber ich habe es ernst genommen und ich bin auf und davon dann und wie im Jahr 45, wie der Krieg aus war, also noch nicht aus war. Die Russen kamen, haben meine Mutter von hier alles ist nach dem Westen gebracht und gesagt, ja, also, wenn die Russen kommen, muss man nicht unbedingt da sein. Und hat das schon alles arrangiert und ich wollte einfach nicht. Und so bin ich allein zurückgeblieben. Und da wurde ich eigentlich mit dem Leben, wie es wirklich ist, konfrontiert. Vorher habe ich keine Ahnung gehabt. Trotzdem wir eine als Anti-Nazi-Familie, meine Mutter war in zweiter Ehe mit einem Juden verheiratet. Also ich habe doch viel gesehen und auch wir haben doch viel erlebt. Und es ist auf einer schwarzen Liste gestanden. Es war also alles äußerst doch... Man hätte eigentlich alles wissen müssen, ich habe es auch gewusst, aber mein Gott, nicht? Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Politik in meiner Kindheit, also bis zum Jahr 38, ja, also zu Hause, das habe ich eigentlich nie was gehört von Politik. Es war vor allem, wo Frauen waren und Kinder, Politik war eine Männersache. Also das war eine vollkommen andere, nicht mehr vergleichbare Atmosphäre dieser Nachkriegszeit, in der die Lotte Tobisch aber eben sehr viel erlebt, geleistet
und bedeutet hat. Das hat man ja auch erst später erfahren. Ich habe zwar gewusst, dass Schreckliches geschieht, und das ist ja auch uns allerlei geschehen, auch in der Familie, nicht? Trotzdem, vom Leben, also was es heißt, Hunger zu haben, nicht zu wissen, wovon man lebt am nächsten Tag, das alles habe ich ja vom Hörensagen und Sie wissen, wie das ist, Hörensagen ist so eine Sache. Wirklich vorstellen kann man sich all diese Dinge nicht. Es gibt ja eine lange Philosophie darüber, wie weit es überhaupt Mitleid gibt, den Begriff. Das ist ein sehr schöner Begriff, aber Mitleiden, also wenn man es einmal auf der Zunge zergehen lässt, das ist gar nicht so oft, nicht? Man hört es, sagt schrecklich, schrecklich, furchtbar, aber wirklich vorstellen kann man sich eigentlich fast nicht. Wahrscheinlich am ehesten in einer Mutter-Kind-Beziehung. Also wie dem sei, jedenfalls in dem Jahr habe ich das Leben kennengelernt, wie es ist. Und bei allen Schrecken, die ich erlebt habe, und es waren genug, muss ich heute sagen, zurückblickend mit fast 90 Jahren jetzt, ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit erlebt habe. Sie hat mein Leben geprägt, sie hat mir überhaupt erst gezeigt, was es heißt zu leben, auch wie dankbar man zu sein hat für das, was man bekommt, und dass letztlich alles, was man bekommt, nicht verdient, sondern geschenkt ist. Denn ich kenne wahrlich genug Leute, die sich verdienen würden und denen nichts, die nichts bekommen haben. Und man soll nicht immer fragen im Leben, warum habe gerade ich das Unglück, sondern man soll viel öfter fragen, wieso ich eigentlich nicht das Unglück von dem. Und das wurde dann meine Lebensphilosophie, wenn man das so nennen kann, immer zu sagen, anderen geht es viel schlechter, beziehungsweise womit verdiene ich das eigentlich? Und auch, ja, das sind so Dinge, das habe ich alles in dem Jahr gelernt, irgendwie zumindest angetouched, nicht? Auch diese Dinge mit Dankbarkeit, wissen Sie, ich sage oft, wenn man mich fragt, wieso sind Sie in so hohem Alter heute noch doch so auch Menschen zugewandt, ich bin eigentlich nie enttäuscht worden. Sie war wirklich eine zauberhaft schöne Person, nie ganz erwachsen. Sie hat meinen Vater mit 15 kennengelernt, mit 18 endlich geheiratet. Ich bin dann gleich bald auf die Welt gekommen, so mit 17, 18, 19 geheiratet. Also 20 war alles ordnungsgemäß, da war nichts, also war eine feine Familie. Also bin ich auf die Welt gekommen. Die Ehe ist dann, wie es oft bei großen Lieben ist, von zwei sehr jungen Leuten, es hat das in der Theorie, in der Praxis hat's nicht, ist es nicht gegangen. Und die Mama, sie hat mit mir, sie hat es schwer gehabt. Aber wie sie dann alt war und ich habe mich dann sehr um sie gekümmert, aber sie wollte immer, dass ich wieder hinauskomme ins Haus. Und ich habe gesagt, ich werde für dich alles tun, aber ins Cottage und nichts auf der Welt. Aber wir sind dann doch so gut miteinander ausgekommen. Und wie gesagt, ich habe sie, es klingt so komisch, ich habe sie eigentlich so geliebt, wie man ein bisschen ein kindisches Kind liebt, nicht? Meine Mutter hat einmal so reizend, wie ich in irgendeinem Zusammenhang gesagt habe, du Mama, was machst denn da, das kann man doch nicht machen. Hat sie gesagt, ach Lotterle, du warst doch auch einmal jung. So war sie, was soll man dazu sagen? Ja, und dann ist sie fast 97 geworden. Und dann ist sie gestorben und dann habe ich ein Brieferl gefunden von ihr. Und da hat sie mir geschrieben, ich war nicht gut zu dir. Ich habe erst so spät, habe ich eigentlich gewusst, erst wer du bist. Habe ich dich erst kennengelernt. So spät, warum so spät? Privat und beruflich ging Lotte Tobisch konsequent ihren eigenen Weg. Unverheiratet, eigenständig und berufstätig lebte sie nach ihrer Fasson. So sorgte sie als 19-Jährige im Nachkriegs-Wien für einen handfesten Skandal, in dem sie mit dem 37 Jahre älteren, verheirateten Chefdramaturgen des Burgtheaters, Erhard Buschbeck, eine Liebesbeziehung einging. Aus Liebe, habe ich gesagt, der oder keiner und meine ganze feine Familie, nur fragen Sie mich nicht. Ich erinnere mich, was ich so in 5, 6, 47 in der Wiener Gesellschaft mitgemacht habe. Nur was denn? Das hat doch kein Mensch verstanden. Also das war nicht drin, ne?
Ich wundere mich selber heute. Ich habe mich eigentlich einfach nicht darum gekümmert. Ne? Und er war, wie er war, und ich war, wie ich war. Und wir haben beide uns lassen, wie wir sind. Darum waren wir auch glücklich miteinander. Es hat keiner versucht, dann auch dem anderen was anderes zu machen, als er ist. Ne? Heute kommt der Cousin vom Vater, der Bertel, auf einen Sprung vorbei. Wie lange ist der Bertel jetzt eigentlich verheiratet? Wie lange? Wie kurz? Ich glaube, ein halbes Jahr. Das ist doch ein Eiko und die Bertel. Grüß dich. Ja, grüß dich. Servus. Warum schimpfst du denn so? Komm, setz dich nieder. Das Schlingel vom Mantel ist abgerissen. Seit Tagen sage ich der Ilse, sie soll es annehmen und immer wieder vergisst sie. Aber Gese, das kann doch passieren. Wo ist denn die Ilse überhaupt? Zu Haus. Sie wollte noch gern Kipferl machen, aber der Teig ist dann natürlich sitzen geblieben. Jetzt macht sie einen neuen. Da braucht sie doch nur Backpulver mit Mehl versieben und den Germteig damit noch einmal gut durchkneten. Wenn sie ihn dann gleich ins Rohr gibt, dann wird er tadellos. Bitte, du weißt so etwas. Es ist furchtbar einfach, Mehl mit Backpulver durchkneten. Danke. Aber Ilse hat eben keine Ahnung vom Haus. Ja, sie wird schon noch lernen. Ich habe sie auch gelernt. Also ich weiß nicht. Du, danke. Darf ich meine eigenen rauchen? Halb's im Mantel, mit dem abgerissenen Schlingel. Du, pass mal auf, du musst mir jetzt helfen. Helfen, wie denn? Na, warte. Also, vielleicht hast du recht. Mit so einer Kleinigkeit fängst du nämlich an. Und eines Tages, da sind die Hemden nicht mehr ganz sauber und die Schuhe nie geputzt. Aha, ja natürlich. Und dann sind die Socken nicht gestopft und haben Löcher. Stimmt, und von meiner Bügelfalte ist bald auch nichts mehr zu sehen. Also hör mal, das geht aber jetzt zu weit. Ich meine, ich schaue doch immer aus wie aus dem Schachterl. Und überhaupt, meine Frau ist eine sehr gute Hausfrau. Und was sie noch nicht kann, wird sie schon noch lernen. Eben, das habe ich ja vorhin gesagt. Aber du hast behauptet. So habe ich sie auch nicht gemeint. Ist nicht so gemeint? Dann geh nach Hause und hilf deiner Frau. Du, und sag ihr noch einen Tipp. Kleingebäck braucht mehr Oberhitze. Sie soll das Blech mit den Kipferln in die obere Schiene schieben, dann wird's wunderbar. Du bist wirklich eine großartige Frau. Zu der Zeit, wie ich emanzipiert war, wie ich auf und davon gerannt bin und so gelebt habe, wie ich wollte, gegen die bürgerlichen Vorstellungen, da war das ein Risiko. Da ist man, da ist man ausgeschlossen gewesen aus der Gesellschaft, aus der man kam. Da wurde man verdächtig. Da hat man sich durchsetzen müssen mit Kraft und Fantasie und allem sonst. Ne? Gleichberechtigt heißt in gewissem Sinne gleiche Rechte haben, aber es heißt nicht, dass man gleich ist. Ich habe mich immer dagegen verwehrt, dass ich ein Kumpel bin. Ich bin kein Kumpel von Männern. Ich fühle mich gleichberechtigt, aber ich bin kein Kumpel. Ihre Männerwitze sollen sie allein machen. Das finde ich auch gar nicht so lustig. Mein lieber Fatz, guten Morgen, wie geht's Ihnen? Liebe verehrte Ehefrau, dass man Sie wieder einmal sieht. Allerschönsten guten Morgen. Aber jetzt gehen wir gleich zum Fenster, ja? Damit ich den lang entbehrten Anblick voll genießen kann. Also, genießen Sie. Frau Mahr. Was sagen Sie, Falz, ist nicht ein bisschen unvorsichtig von Ihnen, sich so bei Licht anschauen zu lassen? Da die Faltern, 1, 2, 3. Dann gehen wir lieber weg vom Fenster. Bitte schön, wenn ich bitten darf. Lotte Tobisch suchte und fand Erfüllung in ebenbürtigen Partnerschaften. Doch diese endeten tragisch. Erhard Buschbeck verstarb nach schwerer Krankheit im September 1960 in den Armen seiner geliebten Lotte. Einige Jahre später ist sie wieder an der Seite eines Mannes glücklich, dem israelischen Botschafter in Wien, Dr. Michael Simon. Doch auch er erlag nach 8 gemeinsamen Jahren seiner Alzheimer-Erkrankung. Hadert sie manchmal mit ihrem Schicksal? Ach, wissen Sie, ich weiß es nicht. Ich habe sich zu brechen, wenn ich den Kopf, es ist so, wie es ist. Und Dinge, die man versäumt hat, die kann man nicht wieder heraufholen. Das ist eben so. Aber wahrscheinlich hätte ich, wenn ich geheiratet hätte und 5 Kinder, hätte ich auch irgendwas gemacht. Nicht? Also wäre ich auch zurechtgekommen. Also hätte ich mir bei mir auch was eingefallen. Du schau mal, der hat die gleiche Krawatte wie Großpapa. Wirklich? Du Mutti, Großpapa war auch ein großer Techniker, nicht? Ja. Und du wirst's auch werden. Ein Erfinder, ein berühmter Erfinder. Aber lass dir noch ein bisschen Zeit damit. Wenn du dann ein berühmter Mann bist,
Dann hat ja deine Mutti keinen Jungen mehr. Oh, wenn ich was erfinde, dann wird's was, dass du's besser hast. Also ich gehe jetzt. Wien zu verlassen war für sie nie ein Thema. Auf ausgedehnten Reisen den Horizont neu zu stecken, wird zum Lebensbestandteil. Einen besonderen Stellenwert nimmt Israel ein. Ich interessiere mich sehr, wissen Sie, das ist der ganze Nahe und Ferne und Mittlere Osten ist ein Gebiet, was mich ungeheuer interessiert und auch in tiefe Verzweiflung gelegentlich stürzt, wie es da überall zugeht. Und Israel ist natürlich, hat eigentlich für jeden Menschen, der im deutschen Sprachraum gelebt hat, auch wenn er kein Nazi war, wie meine Familie, die waren wirklich keine Nazi, aber jeder, der da überlebt hat und halbwegs unbeschädigt herausgekommen ist, hat eine gewisse Verpflichtung, da mit großem Verständnis und in irgendeiner Form unterstützend für diese Menschen da zu sein. Das finde ich, also dass das einfach eine Verpflichtung ist, die aus der Geschichte gegeben ist, auch wenn man nicht unmittelbar was dafür kann. Das ist eine, ja, ich weiß, das klingt furchtbar dramatisch, wenn ich sage, es ist eine Erbsünde, die wir da gerade geschaffen haben, was da geschehen ist. Und das kann man nicht so einfach sagen, das ist gewesen, lassen wir es bleiben. Das, so geht das nicht. Es ist in einer anderen Weise Hiroshima auch gewesen. Das war das Öffnen der Büchse der Pandora, nicht? Das ist auch eine Art Erbsünde. Da hat man angefangen, etwas zu machen, wo man sagt, nie vergessen, nie vergessen. Nicht? Das ist auch in einer anderen Weise, in einer ganz anderen Weise wie der Holocaust. Aber auch das darf man nicht vergessen. Solange man die Angst hat vor den Folgen, die es hatte und noch haben kann, noch viel größer, solange wird es gehen. Wenn man das einmal vergisst, dann haben wir den dritten und den letzten Weltkrieg. Das scheint ja auch so zu sein, trotz allem, was da an Gebrüll und Geschrei und Imponiergehaben von allen Seiten ist, von den Großmächten, von den Kleinmächten, von was immer. Scheint man sich dessen doch bewusst zu sein, es nicht letztlich nicht darauf ankommen zu lassen. Sonst wäre es schon da, ne? Aber an dem Tag, wo man das vergisst in irgendeiner Form, da hilft uns kein Gott. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, das ist übrigens nicht nur damals, heute auch genauso. Meine liebe Mutter, Gott hab sie selig, hat damals, das ist das, was ich jetzt sagen will, wie diese Geschichte war, in der Zeitung gestanden ist, Lotte Tobisch hat eine Platzwunde am Kopf, was sich gehaut hat mit irgendeinem Neonazi, hat meine Mutter gesagt, wie kannst du so etwas machen? Bei solchen Leuten macht man die Tür zu, mit sowas tut man sich nichts an. Da habe ich geantwortet, und das ist meine Überzeugung, das haben wir schon mal gemacht, nicht? Die Türen zugemacht und gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Ich habe dafür nichts übrig. Ich gebe es offen zu. Heute steckt Lotte Tobisch den Großteil ihrer Energie in die Arbeit für den Verein Künstler helfen Künstlern, der in Baden bei Wien ein Altersheim für ehemalige Kulturschaffende betreibt. 2 bis 3 Mal die Woche fährt sie selbst in ihrem Auto hinaus, um nach dem Rechten zu sehen. Unsere Künstler, da nehmen wir Rücksicht und sagen, wir lassen ihnen Zeit, nicht? Sie können da früh aufstehen und man redet auch ein paar Worte mit ihnen. Und das ist sehr schön. Ja. Die Atmosphäre ist schön und das sollte man nicht für möglich halten. Das macht mir echt Freude. Sie wissen ja sicher aus Ihrem Buch, dass Sie also in Ihrem Leben einige organisatorische Glanzleistungen vollbracht hat. Also bis hin eben zu dieser wirklich unglaublichen Leistung, dieses Badener Heim zu halten, zu erhalten. Das ist ja von ihr auch sehr abhängig. Das ist ja nicht nur, dass sie da die Präsidentin ist. Sie ist ja die Präsidentin, die Kanzlerin und vor allen Dingen der Finanzminister, die Finanzministerin dieses Instituts. Das ist bewundernswert. Worte können es nicht bringen. Hymnen müsste man ihr singen. Dieser Frau, die ohne Rast Gelegenheiten nie verpasst, für das Heim zu kämpfen, fechten, ständig sieht sie nach dem Rechten. Immer ist sie, wie man sagt, auf Achse, damit Kapital uns wachse. Mit Humor auch stets gesegnet, wann und wo man ihr begegnet.
Respekt und Freude sind im Bunde, wenn sie kommt in unsere Runde. Noch dazu von Kopf bis Schuh, best gekleidet, immerzu. Gesaget werden muss zum Schluss. Ihr Anblick ist stets ein Genuss. An wen wir denken, ist klar. Lotte Tobisch ist das da. Wenn sie kommt, da kommt da so ein neuer Wind herein. Da jeder nimmt sich zusammen, geht aufrecht. Also, weil sie eben für uns eigentlich ein Vorbild ist. Weil das kann ich nicht mehr, was die Frau Tobisch kann. Einen schönen Nachmittag. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Und wir fangen an, wir setzen uns aufrecht. Hier und da sage ich bin wirklich ein Trottel. Warum gehe ich nicht ins Altersheim nach Baden, lass mich dort füttern, pflegen und lass mir es gut gehen. Ah ja, das sage ich mir schon öfter. Aber dann mache ich es ja doch nicht, ne? Nein, ich bin nicht geeignet zu sitzen, Tauben zu füttern. Und jeder hat so seine Natur. Der eine macht so, der andere so. Irgendwie muss jeder damit zurechtkommen, mit dem, was ihm liegt, nicht? Was ist denn Glück? Glück, Herr Graf. Es ist gewiss sehr schön, Graf Dorincourt zu sein. Aber Glück? Glück hängt nicht von Gut und Geld ab. Ja. Sie haben recht. Einrichtung und Stil tragen die Handschrift der Präsidentin. Jedes Detail hat eine Geschichte. Das habe ich ein bisschen restauriert. Da waren einige kaputte Stellen. Sowas mache ich gern. Mit sowas spiele ich mich stundenlang. So. Bin eine alte Bastlerin für unseren Flohmarkt. Da statte ich Engel, die wir bekommen, mit einem Flügel, statte ich mit einem zweiten aus. Jeden zweiten Samstag im Oktober ist hier im Künstlerheim in Baden der berühmte Flohmarkt. Da gibt's alles. Und das sind oft fabelhafte Kleider von Leuten, wissen Sie, was weiß ich, wenn ich an die Nanni, die Christiane Hörwiger denke. Nanni darf man immer sagen. Die ist so nett, die schickt uns zum Beispiel ein prachtvolles Kleid. Das hat sie einmal angehabt beim Verbeugen nach irgendeiner Premiere und nie wieder. Also wirklich zum Großteil neue, wunderschöne Sachen. Abendkleider, aber auch so diverse andere Sachen. €2 diese Ende. Nie wieder die Gelegenheit. Eine Kuh. Wir werden gleich schauen, ob wir eine Kuh haben. So. Und dann gibt es also auch sonst Grims, Grams, Geschirr, weiß ich was. Sie können einen Engel mit einem Flügel kaufen. Sie können die abenteuerlichsten Sachen dort finden. Und das ist außerdem Lust. Ne? Den Kaffee trinkt sie gerne, ganz Wienerin, im Kaffeehaus. Besonders gern in ihrem Stammcafé nahe der Oper. Viele Jahre war es Treffpunkt für ein wöchentliches Jour fix mit Schauspielkollegen. Und auch heute verabredet sie sich hier gerne mit ihrem inneren Kreis und Wegbegleitern. Und ich habe lieber da den fontanischen Begriff des Halbfremden. Und das ist nicht negativ gemeint oder einschränkend, sondern das finde ich eine wunderbare Bezeichnung. Eine ehrliche Bezeichnung, die für mich stärker ist als das schludrig verwendete Freundschaft. Der Achim war sehr lieb. Er war immer von blendender Intelligenz, also ein unglaublich intelligenter, sehr gebildeter Mann. Und ich habe auf jeden Fall intelligente und Leute habe ich gern. Verstehen Sie? Und die Lotte Tobisch, das wissen Sie inzwischen wahrscheinlich besser als ich, hat dann so eine viel gefächerte Biografie, dass eben die Schauspielerei auch nur ein Teil davon ist. Das gab es öfter und das waren wichtige, bedeutende, meistens die Menschen, meistens die, die zum, sagen wir mal, etwas intelligenteren Teil des Ensembles gehörten. Eine dieser vielfältigen Begabungen ist es, intensive, intellektuell anregende Kontakte mit Geistesgrößen der Zeit zu unterhalten. Mit Bruno Kreisky besprach sie Belange des Kulturbetriebs, Spätnachts im Kanzleramt. Elias Canetti
Gregor von Rizzori gehörten zum engen Freundeskreis. Der Briefwechsel mit Theodor Adorno erscheint in Buchform. Ich habe dieses Glück gehabt, dass ich, vielleicht auch eben, weil ich relativ viel gelesen habe und mich halt schon sehr, sehr früh mit den merkwürdigsten Dingen auseinandergesetzt habe. Und dadurch war ich halt in der Lage, mit solchen Leuten irgendwie zu reden und habe mir aber bitte nie eingebildet, ein adäquater Gesprächspartner zu sein. Ich bin kein Gelehrter und mit Leuten wie, weiß ich, Gershom Scholem oder Canetti oder Adorno oder wie sie alle hießen, dass ich da, nein, ich habe immer zugehört, was gesagt wurde, gefragt, daraus was gelernt. Ja, außerdem war ich auch immer fröhlich und lustig und das hat denen auch gefallen. Der Briefwechsel mit Adorno, das ist ja eine höchst lesenswerte, höchst intelligente, kulturhistorisch interessante Angelegenheit. Das sind ja, Sie selber bezeichnet das als Tratsch ihrerseits, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und wenn das Tratsch ist, dann ist er auf allerhöchstem Niveau. Ach Gott, Rix, ich freue mich, dass ich dich einmal wiedersehe. Ja. Wann haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen? Wann war das? Das war am 24. Juni 1978 beim Botschafter Mussi in Tel Aviv. Die geht auf die Menschen zu, ist freundlich und was schön ist, sie sagt einem wirklich auch die Wahrheit ins Gesicht. Also sie ist privat so, wie sie öffentlich ist. Sie nimmt sich ja öffentlich auch kein Blatt vor den Mund und das tut sie privat auch nicht. Du bist der einzige Sportmensch, mit dem ich verkehre. Denn ich bin ja ein unsportlicher Mensch, bei dir geniere ich mich immer. Ich mache jetzt auch nicht mehr so viel. Naja, du bist eine Olympiasiegerin. Das ist ja nicht auszudenken. Ich halte es mehr mit Churchill. Losbrot. Mit Zigarre und Whisky oder ohne? Nein, ohne Whisky. Ohne Whisky. Leider habe ich irgendwann einmal in meiner Jugend habe ich geraucht, ja. Das war sehr schön, ich habe gern geraucht. Ja. Und hätten wir es mir nicht so verboten, dann hätte ich wahrscheinlich nicht geraucht. Aber weil es so verboten ist, darum habe ich angefangen zu rauchen und dann habe ich lang geraucht, das ist mir gar nicht so gut bekommen. Und das Verbot im hohen Alter kriege ich oft keine Luft, verdammt ich zum Teil dem Rauchen. Wir haben uns über den Opernball kennengelernt. Ich war damals, wie ich vom Ministerium zu den Bundestheatern gekommen bin, war ich sozusagen der zuständige Abteilungsleiter für den Opernball. Und der Dr. Kirchberger, wo ist denn der? Weil ich den suche. Und dass sie, obwohl sie so vielschichtig ist und so viele Dinge kann, weiß und sich mit so vielen Dingen beschäftigt, ist sie trotzdem sozusagen in der Öffentlichkeit als Opernball-Lady wirklich bekannt geworden. Also ich freue mich, das ist immer die Generalprobe, so ein Abend, wo man sagt, jetzt bin ich neugierig, ob der Plan, den man gehabt hat, aufgeht. Und ich habe das Gefühl, er geht auf. Und ja, ich bin eigentlich sehr happy, kann gar nichts sagen. Was sich alle Menschen fragen, wenn man so oft den Opernball organisiert, kommt man mit sehr vielen interessanten Menschen zusammen, erlebt man Anekdoten. Gibt es da ein paar Dinge, an die Sie besonders gerne zurückdenken? Ja, die will ich Ihnen aber nicht erzählen, denn ich möchte vielleicht ein Anekdotenbuch schreiben. Und dann kaufen es ja die Menschen immer. Ich war nie auf dem Opernball und ich glaube, ich habe in etwa die gleiche Haltung zum Opernball wie die Lotte Thomisch. Also die war ja sehr, was ja so wunderbar und so erfrischend war und sie auch so glaubhaft gemacht hat, die war ja keine Opernball-Fundamentalistin, sondern sie hat das gemacht. Uneitel, energiegeladen und nie um eine Antwort verlegen. Lotte Thomisch, die Opernball-Lady. Immer, ich bin überhaupt nicht so ein Gesellschaftsmensch. Durch den Opernball und durch eine gewisse, gut, ja, ich kann das, ich komme von dem Eck. Prinzessin Reuss, der Hans Klarin, die Uschi Glas, dann die Kammersänger Holitschek, Zetnik, Wildgruber, Wasserloff. An sich bin ich immer ein Mensch gewesen, der eigentlich ein zurückgezogen lebender Mensch ist. Das glauben die anderen nicht, aber es ist so. Sie war es nie in die Glaubensgemeinschaft der Opernbäller aufgenommen worden. Lotte Thomisch, die First Lady des gesellschaftlichen Großereignisses, behielt gute Nerven, selbst als die Verstärkeranlage vorübergehend ausfiel. 15 Jahre lang, von 1981 bis 1996, prägte Lotte Thomisch organisatorisch den Opernball. Stets mit Liebe zum Detail und einem Augenzwinkern, denn, so betont sie gerne, findet der Ball der Bälle nicht umsonst im Fasching statt. Ich habe es ernsthaft gemacht, weil alles, was ich mache, vor allem organisatorisch, mache ich ernsthaft. Aber ernst genommen habe ich den Opernball nie. Und Highlight, also der Opernball war überhaupt kein Highlight in meinem Leben. Ich habe es gern gemacht, habe mir Spaß gemacht. Aber das war es auch schon. Und ich habe es gerne gemacht und wie ich gesagt habe, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Das war auch schön. Also, es ist eine schöne Zeit gewesen. Jedes Ding hat seine Zeit und alles Geschehen hat seine Stunde. Aus der katholischen Kirche ist sie bereits seit vielen Jahren ausgetreten. Kritischer Geist und Widerspruchslust schließen jedoch nicht Respekt vor der Institution aus. Ich habe das die Ehre gehabt, kann ich nur sagen, mit der Papst Johannes Paul in Wien war, aus der Bergpredigt zu lesen. Ein wunderbarer Tag, und das war so ein Podium beim Prinz Eugen aufgebaut, so hoch, und da saßen wir. Auf der Seite war das Pult, wo man da gestanden ist und gelesen hat. Und vorne waren lauter Kardinäle gesessen und dann ein bisschen zurück in einem weißen Sessel der Papst. Und wir haben lange auf ihn gewartet und dann, also endlich kam es. Und da saß ich. Und das sind so die Momente, die kann man nicht definieren. Wissen Sie, das sind diese, ich bin da gesessen und da lag diese Stadt, diese von mir so geliebte Stadt, der auch so vieles schon angestellt hat, so schlimme Dinge. Und da war der Heldenplatz voll mit Menschen, die dem Papst zugehört und zugejubelt haben. Und diese ganze Assoziation mit Heldenplatz und alles. Und dieser gewisse blaue Himmel, den es nur in Wien gibt im September. Und das Ganze war dermaßen unwirklich und merkwürdig. Und diese vielen, also 1000 Menschen. Und da saßen die Kardinäle und der Papst. Und plötzlich habe ich mir gedacht, Lotte, irgendwie geht da jetzt ein Engel vorüber. Ich kann es nicht sagen, was. Sondern das sind Momente, die sind, das ist ein existenzielles Gefühl. Also das, ich glaube, das ist was anderes. Das ist etwas, wo man sagt, was ist es? Was ist? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man am Mond plötzlich landet und zum ersten Mal dort, dass man plötzlich sagt, es ist eine andere Schwerkraft, nicht? Das ist vielleicht der beste Vergleich. Was den Glauben anlangt, bin natürlich getauft, aber den Glauben, den ich, da kann ich sagen, ich würde sagen, ich bin eine sehr zweifelnde Agnostikerin, bin mir nicht sicher, ob ich recht habe. Also, es ist nicht, man kann es so umgedreht, wird so oft gesagt, ich möchte, also, ich weiß es nicht. Und da halte ich mich auch, weil Bibelfest bin ich ganz schön, da halte ich mich dann doch sehr gerne an. Das glaube ich in dem Zusammenhang mit Glauben, für mich an Gott glauben, überhaupt das wichtigste Gebot ist, du sollst dir kein Bild machen. Ich mache mir keines. Ich weiß es nicht. Wenn man dem Grabe allmählich näher kommt, dann ist immer, da fällt mir der alte Voltaire ein, von dem es heißt, dass am Totenbett, dem Ranketzer, nicht? Also doch einer gesagt hat, wir holen jetzt einen Pfarrer, nicht? War für die Sünden, der gesagt hat, Dieu me pardonnera, c'est son métier. Der liebe Gott wird mir verzeihen, es ist sein Metier. Lotte Tobischs Metier ist nach wie vor das Organisieren. Ein Höhepunkt in ihrem Kalender ist das alljährliche Trabrennen für den Verein Künstler helfen Künstlern in Baden. Aber Semmendringis hat sich jetzt endgültig das Kommando gesichert für eine Runde vor Schluss. Bekannte Kollegen treten gegeneinander für den guten Zweck an. Der Erlös fließt in die Erhaltung des Künstlerheims. Hochsommerlichen Temperaturen finden sich Prominente, Schaulustige und Spendierfreudige ein. Alles orchestriert von einer unerschütterlichen Organisatorin.
Eine tolle Sache. Achtung, ich bin ganz dreckig. Der erste Preis. Bitte, wo ist das hier? Erster Preis. Gewinnen, das ist die gute Sache. Ja, mach mal. Das, meine liebe Marcel Gesägerer, sie ist für mich immer die kleine. Das ist lange her, da wir uns kennen. Da war ich auch noch nicht die alte Tochter. Ja, du hast eine riesige Sache. Wenn man so alt ist wie ich, soll man zu den Dingen, zu der Umwelt, zu allem und vor allem zu sich selbst eine gewisse Distanz haben und das nicht so ganz ernst nehmen. Das ist ja auch zum Teil recht komisch, ne? Was man sich so antut und was anderes. So ist es halt.